sagen so, ja, wir unterrichten realistische Selbstverteidigung. Okay. Und dann sagen sie das, aber greifen eigentlich an wie, ich nenne das so Dojo Martial Arts. Das heißt, wenn sie in den Bauch stechen, dann ja, warten, bis der andere da irgendwas macht. Wenn sie schlagen, Schlagabwehr. Das passiert alles nicht. Das ist, dann kann ich auch zum Ballett gehen. Ich schwitze ein bisschen, bewege mich ein bisschen. Das ist schön für mich. Ja? Aber ich muss meine Zeit nicht verschwenden in einem Dojo, wo ich sowas beigebracht habe. Weil niemand sticht euch so und wartet. Niemand schlägt euch so und wartet. Stechen, schlagen, ja, alles passiert aus der Dynamik. Und dann funktionieren viele Dinge schon nicht. Ja? Und weil sie es halt nicht wissen, was sie dann machen sollen, unterrichten sie sowas. Weil nur dann können sie ja ihr Bullshit unterrichten. Okay? Das ist nicht das, was wir wollen. Alles, wir hinterfragen die Dinge. Ja? Weil wenn ein Schüler zu mir kommt, will ich ihm das beste Tool geben für den Fall X. Wahrscheinlich wird ihm nie was passieren, aber für den Fall, dass irgendwann mal was passiert, muss er sich damit schützen können. Punkt. Ja, ich will ihm da nicht irgendeinen Blödsinn an die Hand geben, was niemals funktioniert. Wir sprechen auch von Mythen des Kampfsports. Und genau solche Mythen gibt es leider auch im Krav Maga. Wenn wir von dem sogenannten Schwitzkasten sprechen, von dem Headlock. Das heißt Schwitzkasten, ne? Jemand springt euch an und zieht euch jetzt hier runter. Wird vielen das Gefühl gegeben, dass sie sich damit schützen können, wenn sie das tun. Das heißt, du nimmst mich bitte einmal in so ein Headlock. Ja, das sieht alles super aus, wird in der Realität so nicht passieren. Warum? Aktion, Reaktion. Ich bin ein Gewalttäter, er ist jetzt mein Opfer. Dann werde ich ihn nicht so anspringen, dass ich ihm Dinge gebe, womit er arbeiten kann. Das heißt, das wäre schön, ich springe ihn an, boom, und bin jetzt hier, meine Beine sind breit, er kann, geh mal in mein Eier, boom, yes, geh mal zum Kopf, er kann hier zum Kopf gehen, alles ist schön, super. Realität. Wie geht's um einen Eimer? Zum Kopf. Nein. Ja? Ich bin im Kampfmodus. Wenn ich ihn anspringe, dann bin ich hier. Alles ist zu. Keiner greift sich so an. Ja? Das sind Dinge, die werden so nicht funktionieren. Ganz anders ist es, wenn jetzt jemand zu uns kommt und er will jetzt hier oben mich umklammern, zieht mich aber nicht runter. Ja? Das heißt, wenn er mich jetzt oben plötzlich umklammert, ist mein erster Instinkt, dass meine Hände hochkommen. Ja? Von hier werde ich arbeiten. Ja, das funktioniert wieder, weil dieser Zug nicht kommt. Er gibt mir dadurch, dass er steht, viel mehr Angriffsfläche. Aber wenn er mich runterzieht, diese Energie, dann muss ich mitgehen. Was sie den Leuten verkaufen, ist nur diese Headlock-Defense. Aber eigentlich muss ich ja gar nicht mich da runterziehen lassen. Okay? Du nimmst mich bitte im Schwitzkasten, ja? Schwitzkasten, Schwitzkasten. Instinkt ist wichtig. Ich warte nicht. Schwitzkasten? Danke. Bis ich hier unten drin bin. Wenn ich ihn im Schwitzkasten nehme, spätestens jetzt spürt er hier was. Er hat Kontakt.
Okay? Und wir müssen reagieren in dem Moment. Das heißt, meine Reaktion ist fast wie so eine Schildkröte. Was macht eine Schildkröte bei Gefahr? Sie nimmt den Kopf in ihr Häuschen. Okay? Nichts anderes mache ich hier. Mach einmal langsam. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier, oh, ich spüre was, ist meine Reaktion sofort, meine Schultern kommen hoch, weil so kann er ja schön meinen Hals greifen. In dem Moment, wo meine Schultern oben sind, greif mal. Schwierig, schwierig. Jetzt, er drückt mich runter. Nehme ich meinen Kopf hier einfach raus. Okay? Und jetzt können wir ihn wieder angreifen, verschiedene Techniken. Aber es muss ja eigentlich gar nicht zu diesem Schwitzkasten kommen. Ja, das kann passieren. Da kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Aber wenn es geht, will ich da gar nicht landen. Versuch das, wenn man die Technik mal auseinander nimmt, was sie eigentlich von den Menschen wollen, was sie da tun sollen, dann macht man ja eigentlich das. Komm mal bitte zu mir. Das müsst ihr euch vorstellen, ich wäre jetzt so eine 55, vielleicht 60 Kilo Persönchen, vielleicht auch sogar weiblich. Und jetzt soll die Frau, sie wird in den Spitzkasten genommen, froh. Sie soll jetzt hier in die Genitalien schlagen. Was passiert? Warte, was passiert, wenn ich in die Genitalien schlage? Sollte ich treffen? Er zieht noch weiter runter. Der Körper hat einen Schmerz, er kollabiert nach vorne. Und er wirft sich um. Und er klappt nach vorne. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier oben irgendwo bin, die Nase erreiche, um ihn wieder aufzurichten. Leute, habe ich gar keine Zeit zu. Und als schwache Person, meine Arme sind doch vielleicht gar nicht so lang. Ich konnte ihn jetzt gerade schon fast gar nicht erreichen im Gesicht. Das funktioniert so nicht. Da sind zu viele Faktoren, die nicht stimmig sind. Was passiert aber, wenn wir uns den Angriff mal anschauen? Es passiert Folgendes. In dem Moment, wo ich ihn jetzt anspringe und ich rede davon, dass ich ihn richtig in den Schwitzkasten nehmen möchte, dann ziehe ich ihn runter. Das ist meine Bewegung. Ich will ihn hier hinziehen. Ob ich ihn jetzt hier halte und dann vielleicht anfange zu schlagen oder ob ich ihn sogar sofort auf den Boden werfen möchte und dann in die Side Control gehe und ihn da bearbeiten möchte. Das heißt, unser Zeitfenster ist ganz, ganz gering. So, was wir gemacht haben, am Anfang habe ich das Gleiche trainiert wie alle. In die Eier hauen, über den Kopf gehen, über die Nase. Ich habe 20 Jahre lang eine Sicherheitsfirma gehabt. Ja, wir haben viel mit Gewalt zu tun gehabt. Und meine Jungs, die sehen alles aus wie ich. Ja, und noch größer, noch stärker. So. Und dann dachte ich, wir haben uns mal wieder getroffen. Da war so am Anfang des Krav Maga und ich dachte immer, ich bin der Geilste, weil ich ja jetzt was Tolles kann, Krav Maga. So immer, Norbert, komm mal her, nimm ich mal im Schwitzkasten. Der hätte mir fast das Knie gebrochen. Ja, weil er sich auch einen Spaß daraus gemacht hat. Der will ja gar nicht, dass ich da rauskomme. Ne? Meine Freunde, die wollen ich auch manchmal so ein bisschen, ne? Foppen. So, da hing ich da, es funktionierte gar nicht. Dann sagt er immer, Michael, was ist los mit dir? Was machst du denn da? Ich sag, Scheiße, lass los, du Wichser. Ich komme ja nicht raus. Ja, das war richtig ätzend, weil ich dachte, ich habe da was Tolles gelernt und plötzlich merke ich, fuck. Wenn einer richtig zumacht, funktioniert das nicht. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Schüler genommen und gesagt, pass auf, wir haben folgende Problematik, das und das funktioniert nicht. Was kann ich tun? Und wir haben trainiert, bis wir auf die Lösung gekommen sind. Und zwar arbeite ich mit der Energie, die dort entsteht. Was passiert denn überhaupt? In dem Moment, wo ich ihn runterreiße, gebe ich ihm Energie. Und dagegen kann ich auch erstmal nicht arbeiten und er auch nicht. Ich reiße ihn runter. Und in dieser Energie bleiben wir einfach drin. Wir bleiben in diesem Flow drin. Dadurch verbessern wir wieder unsere Position. Das bedeutet, in dem Moment, bitte einmal zum Hals gehen, einmal runterreißen. Ja. Das ist, ne? Ja, reiß. Genau, hier will er ja mit mir hin. So. Und dagegen, wenn er das, ne, es kann ja auch sein, der springt mich von hinten an und zieht mich runter. Da
dann kann ich dagegen gar nicht arbeiten. Was ich aber kann, und das ist unser Instinkt sofort, ich werde in seiner Bewegung sofort einsteigen. Das heißt, in dem Moment, wo er mich runterreißt, reiß mal runter, genau, wieder hoch, ja, bleib hier oben dran bitte, ja, zieh mich runter, ganz genau, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Okay, wir gehen einfach mit dem Flow, wieder hoch, komm, langsam. Das heißt, in dem Moment, wo er mich hier runterreißt, ist das meine Position. Warum hier? Schlag mal mit dieser Hand. Genau, jetzt kann er schön schlagen. Ne? Schlag mal. Ja, ist nicht. Okay. So, diese Hand ist hier oben an der Schulter. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo der Zug kommt, werde ich mich nicht dagegen sperren und meine Zeit verschwenden, um hier irgendwo welche Punkte zu suchen, sondern ich gehe mit der Bewegung. Wir machen das langsam. Das heißt, er zieht mich runter. Ich stelle mein Bein hier aus und ziehe hier unten hin. Komm mal her. Komm mal hier rüber. Ja, genau. Das heißt, das ist so die Ausgangsposition. Und jetzt können ja zwei Dinge passieren. Entweder er öffnet oder er ist vielleicht auf Drogen und hält mich immer noch. Das heißt, ich möchte eine bessere Position. Ich bleibe hier dran und komme zu ihm. Ich gehe nicht auf ihn drauf, weil jetzt könnte er mich auch wieder schmeißen, wenn er stärker wäre, was auch immer. Wir bleiben in der Side Control. Mach zu. Das erste, was ich mache, ich bringe meinen Unterarmknochen hier in den Hals rein. Boom. Jetzt können wir hier drücken, um das hier oben zu öffnen. Oder, wenn ich das nicht schaffen sollte, mach mal hier den Hals zu. Genau, haben wir unsere Finger, wir können hier in die Augen gehen, wir können in die Nase gehen, wir haben die Genitalien und dann gehen wir hier ran. Wir schlagen, boom, komm hoch und hauen ab. Ich suche nicht den Armband. Wir machen das einmal von hinten. Das heißt, in dem Moment, wo wir runtergerissen werden, eins, bin ich hier, ich muss das hintere Bein, muss ich ganz wichtig strecken. Hopp. Wir fallen, ich komme auf ihn zu und bringe meinen Arm hier rein und löse diese Geschichte. Hier können wir jetzt auch sofort anfangen zu ballern. Ja? Let's go. Krav Maga Street Defense. Seit 1999 ein Garant für Qualität im Krav Maga und der modernen Selbstverteidigung. Es ist dein Leben. Lerne dich und deine Lieben in Extremsituationen zu schützen.